Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Was wollen wir machen in diesem Video? Wir werden uns die Meta von morgen mal etwas genauer anschauen, denn Phantom Nightmare steht nämlich vor unseren Toren und wir wollen natürlich wissen, was bringt uns das Set, was wird dieses Set verursachen mit unserer ganzen aktuellen Meta. Und dafür haben wir uns natürlich wieder einige Decklisten rausgesucht, beziehungsweise ich habe sie für euch rausgesucht. Und zwar sind das Decklisten aus dem OCG. Und die werden wir auch gleich mal durchgehen. Doch bevor wir das machen, möchte ich euch nochmal kurz daran erinnern, dass ihr gerne diesen Kanal abonnieren könnt. Denn immer noch über 45% von euch haben das noch nicht getan. Und für euch ist es ja etwas Kostenloses, aber für mich bedeutet das förmlich die Welt. Von daher tut mir doch den Gefallen und ballert gern mal den Abo-Button. Und damit haben wir auch genug gequatscht. Wir starten direkt rein in die erste Deckliste. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen hier auf der Seite yuyoprodeck.com. Verlinke ich euch natürlich alles wieder in meiner Infobox. Da könnt ihr dann gerne euch noch weitere Decklisten anschauen, beziehungsweise natürlich die Decklisten, die wir uns hier anschauen, nochmal etwas verinnerlichen. Vielleicht wollt ihr euch ja da so ein paar Beispiele rausziehen. Wir beginnen hier mit Snake Eye Fire King und dieses Deck hat natürlich bei uns das Potenzial, eins der besten, wenn nicht sogar das beste Deck zu werden. Wir haben hier eine Gewinner-Deckliste von, ja, den Namen kann ich leider nicht vorlesen, von daher entschuldigt das bitte. Hier seht ihr den nochmal. Wir haben im Main Deck einen Garunix, einen Ponix nur, einen Avatar, dreimal den Kirin, dreimal die Ash, zweimal Populous bzw. Poplar, dann haben wir einen Flambergendrachen, der ist übrigens insane mit der Ash und Poplar zusammen. Dann haben wir hier nur noch eine Black Witch, also von Diabelstar, und wir haben hier natürlich sehr viel Non-Engine. Ich persönlich denke, dass bei uns tatsächlich die Deckliste fast ähnlich aussehen wird, weil wir auch alles davon spielen können, bis auf natürlich Maxe. Und auch Cordball gibt es natürlich bei uns nur auf 1. Dafür kannst du hier natürlich dann Quasar spielen oder natürlich stattdessen andere Non-Engine. Aber was natürlich hier auffällig ist, wir haben jetzt hier Bonfire bekommen in Maze of Millennia und jetzt mit dem guten Poplar hier, beziehungsweise auf Deutsch Pappel, denn das sind ja alles Baumarten, also die Namen jedenfalls, ist es ja möglich, ebenfalls hier die Snake-Eye-Karte auf die Hand zu bekommen und deswegen wirst du oder bist du jetzt nicht mehr so stark abhängig davon, die Diabelstar-Engine durchzubringen. Nichtsdestotrotz ist die Diabelstar-Engine natürlich immer noch ein großer Consistency-Schub für dieses Deck. Was natürlich hier noch weiterhin auffällig ist, ist, dass der Avatar nur noch auf 1 gespielt wird, nicht auf 3, Ponix nur noch auf 1 gespielt wird und auch Garunix hier nur auf 1 gespielt wird. Ob das bei uns ebenfalls so kommen wird, durchaus denkbar. Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten, wie angesprochen, sehr, sehr viel Non-Engine. Wir haben die Ash Blossom, Maxe, wie angesprochen, kannst du natürlich ersetzen mit Ghostbell beispielsweise, Veiler, Dwarven Lockbird, dann haben wir hier Cross Out, Called By, Impermanence und ein Talent. Im Extra Deck, da werden wir auch mal kurz reinschauen. Alles bisherige bekannt, bis auf natürlich das neue Monster hier, die Princess und der Weltmeerdrache Cialantes hat jetzt auch oder sieht jetzt hier auch zum ersten Mal Play, weil der nämlich dafür sorgen kann, dass du tatsächlich das ganze Board clearen kannst deines Gegners und danach eben dein Board etablierst, sodass der Gegner dann gegebenenfalls nichts machen kann. Also unfassbar stark tatsächlich hier in dieser Fire King Variante. Dann haben wir hier natürlich unseren Raging Phoenix drin, den haben wir aber auch schon vorher predicted, dass der kommen wird. Vor allem natürlich im Zusammenspiel mit der Princess ist der unfassbar stark, wir haben halt dadurch gefühlt einen Doppelschuss und das ist natürlich sehr, sehr strong. Ansonsten kennen wir tatsächlich alles aus dem Extra-Deck. Im Side-Deck haben wir noch den dritten Dual, dann haben wir hier ein kleines Büstil-Package, das wird bei uns wahrscheinlich nicht gespielt werden, weil bei uns einfach gerade dieses starke Feuerzeitalter einfach angebrochen ist. Da glaube ich nicht, dass die Karte oder generell die Büste jetzt noch irgendwie Play sehen werden im Side-Deck. Dwangling natürlich immer noch, aber ansonsten glaube ich weniger. Und natürlich auch in den ganzen Büste-Synchro-Varianten, da werden natürlich immer noch die Büste jetzt gespielt werden. Zweimal Nibiru haben wir noch, Cosmic Cycling auf 3. Dann haben wir hier eine sehr, sehr interessante Karte. Die kannst du bei uns auch spielen, aber die Karte bedingt, also wir können mal reinlesen, ne? Wähle eine Karte im Friedhof deines Gegners, banische sie, dann kannst du die Karte von deinem Deck deiner Hand hinzufügen. Also die gebannischte Karte natürlich. An sich eine extrem starke Karte, bedingt aber, dass du dann die gebannischte Karte ebenfalls spielst. Natürlich, wenn wir jetzt hier so ein Tier 0 Format bekommen sollten, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, aber wird es bei uns wirklich so kommen, dass jetzt alle Decks Bonfire spielen oder Wanted?
Das glaube ich nicht, von daher würde ich diese Karte noch nicht ins Side-Deck nehmen, weil da sollten wir wirklich erstmal schauen, wie sich das Format bei uns entwickelt. Dann haben wir noch einen Flederwisch, einen Heavy Storm, den können wir noch nicht spielen. Kann aber durchaus sein, dass die auch irgendwann mal zu uns kommt. Dann haben wir hier zweimal Fächer Schlag und zweimal Dimensionsbarriere. Die Karte fühle ich persönlich überhaupt nicht in unserem Format. Weiter geht's mit einer Bustil Branded Deckliste. Und ja, Branded ist tatsächlich ein gutes Rogue-Deck, kann man tatsächlich sagen. Also du hast hier durchaus das ein oder andere gute Matchup. Wir schauen mal rein. Wir haben jetzt zweimal den Gefallenen von Albas, den Albion, zweimal Mercury. Dann haben wir Spingen's Kit. Von der Karte bin ich immer noch nicht überzeugt. Zweimal Cartesia, eine Krem, die Tragödie, drei Alubar. Dann haben wir hier unsere Bustils. Seht ihr, hier werden die Bustils auch noch weiterhin gespielt. Der Lubellion, der Magdamhut und der Saronir. Reicht alles auf 1. Von daher ist hier der Hit mit dem Magdamhut oder auch mit Lubellion hier im OCG gar nicht weiter schlimm. Jedenfalls im TCG werden diese Karten auch nur auf 1 gespielt. Dann haben wir hier natürlich sehr viel Non-Engine. 3 Ash, 3 Maxi, 2x Super Poli. Bei uns kannst du die auf 3 spielen. Called by, Verlockung der Finsternis ist es, glaube ich, auf Deutsch. Dann haben wir noch einen Sarkophag, also einen goldenen Sarkophag. Sehr interessant, natürlich mit der Tragödie sehr, sehr stark. Oder natürlich auch mit Mercury. Dann haben wir hier einmal Talent und dreimal das Deployment. Die Karte specialt uns ja die Cartesia direkt aufs Board. So können wir auch nach einer Ash Blossom auf unsere Branded Fusion beispielsweise immer noch weiterspielen. Branded Fusion hier im OCG nur auf 1, bei uns natürlich auf 3. Ansonsten kennen wir tatsächlich das Bild. Branded Expulsion können wir zum Glück nicht mehr spielen. War natürlich mit dem Gimmick Marionettenlock extrem ekelhaft. Den sehen wir hier übrigens gar nicht. Da haben wir einen anderen Lock, zu dem kommen wir gleich. Wir schauen noch schnell ins Extra-Deck. Da haben wir nichts anderes. Also das kennt man so von unseren Listen auch schon. Von daher ist das tatsächlich auch schon fast Standard geworden. Side-Deck, was ich nicht verstanden habe, warum der Blue Eyes? Also der hat, glaube ich, keine weitere Relevanz, außer dass es halt ein Licht-Target ist vielleicht. Vielleicht will man den dann auch auf seine Seite spezial beschwören, weil man vielleicht auf die gegnerische Seite dann den Ido hier spezial beschwören möchte, mit dem Albion hier, den Sanctifier Dragon natürlich. Ido, lesen wir mal kurz rein. Du kannst keine Monster beschwören. Wenn wir dieses Monster unserem Gegner hinpacken, das ist schon ekelhaft. Also tut mir leid, der Gimmick Marionettenlock lässt uns ja immerhin noch irgendwas normal beschwören. Der hier nicht. Unfassbar ekelhaft, Alter. Wirklich schrecklich. Aber nichtsdestotrotz, ne, kann man es halt spielen. Ne? Ist halt ein krasser Lock. Floodgates gewinnen halt immer noch Spiele, muss man halt tatsächlich sagen. Und der Dude hier wurde Zweiter tatsächlich. Ansonsten haben wir hier natürlich noch weitere Handtraps. Nibiru auf 2, Ghost Ogre auf 1, Phantasma auf 2, Ghost Boy auf 2, eine Krähe, einmal Frost, zweimal Cosmic Cyclone, einmal Red Reboot und dann natürlich für Going First die Fusion Duplication, damit du natürlich deine Branded Fusion auch im Gegnerturn nochmal machen kannst. Weiter geht's mit Tempai Dragon und diesen Archetyp bekommen wir erst in Legacy of Destruction, wenn ich mich jetzt nicht täusche, kommt glaube ich im April bei uns raus. Wir sehen, dass hier tatsächlich sehr, sehr viel von dem Archetype gespielt wird. Hier ist natürlich die Frage, wusste man zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht, was das Deck macht, beziehungsweise natürlich die ganzen Dragons hier, weil ich persönlich wüsste es jetzt auch nicht, also ich müsste mich damit auch erstmal befassen. Ansonsten ist natürlich hier auffällig, dass wir wieder ein Deck bekommen scheinbar, was natürlich den Shifter spielen kann. Shifter gewinnt einfach Spiele und das ist bei uns auch der Fall. Von daher, wenn du irgendein Deck spielen kannst mit Shifter, sag ich mal, und du hast ihn auf der Hand, hast du eigentlich wahrscheinlich das eine Duell auf jeden Fall fast zu 90% gewonnen. Zu Tempai kann ich euch tatsächlich gar nichts sagen, weil wie angesprochen, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Auffällig hieran ist natürlich, dass wir auch hier sehr, sehr viel Non-Engine spielen können. Dreimal Nibiru, dreimal Maxi, zweimal Dual, dann haben wir Raigeki auf 1, Flederwisch auf 1, Talent auf 2, für Consistency noch den Desires, Frost auf 1, Terraforming, wir haben hier also scheinbar eine Field Spell, hier unten ist er. Dann haben wir einmal den Gold-Sarkophag, Topf des Wohlstands, Superpoli auf 2 und hier nochmal dreimal die Impermanence, also krass, sehr, sehr viel Non-Engine auf jeden Fall. Im Extra-Deck haben wir natürlich das ein oder andere Super-Poly-Target, ne, ihr seht es hier bereits. Dann haben wir den Trident, ja, den kann man bei uns auch schon kaufen. Und ihr seht, was der gerade geht auf Card Market, fast 20 Euro. Ist also nicht so wenig. Ansonsten haben wir hier natürlich die drei neuen Monster. Hier haben wir einmal den Super-Dragon, dann haben wir hier den Rise-Dragon zweimal und dann hier einmal den Black-Rose-Dragon und einmal den Wind-Pegasus, den wir wahrscheinlich irgendwie ins Grave bekommen wollen, weil wir doch dadurch dann noch was hochgehen können. Aber haben wir eine Karte dafür?
Mir jetzt erstmal nicht ersichtlich. Ich weiß auch nicht, ob der eine oder andere Drache vielleicht was senden kann. Gerne mal in die Kommentare, wenn du dich damit schon mal beschäftigt hast. Dann haben wir hier nochmal einmal den Typhon und dann ein paar valide Feuer-Targets, weil wir hier auch tatsächlich ein Feuerdeck haben. Okay, also dieses Deck kann scheinbar auch auf die Feuer-Engine zurückgreifen und kann den Shifter spielen. Okay, das hört sich auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht an. Side-Deck schauen wir mal rein, denn da haben wir eine sehr, sehr interessante Karte. Wir haben hier erstmal natürlich zweimal Lightning Storm und dann Heat Wave. Und die Karte kannst du bei uns auch noch spielen. Die Karte sagt aus, am Anfang deiner Main Phase 1, kein Spieler kann Monster normal oder spezial beschwören. Und das ist natürlich extrem ekelhaft. Also auch wieder ein Floodgate, man kann es nicht negieren. Es ist kein permanentes Floodgate, das heißt, man muss das aussetzen bis zur nächsten Draw Phase. Der Gegner kann nichts machen. Auf dem Board jedenfalls. Wenn du natürlich mit Spells und Traps spielst, dann natürlich vielleicht schon, aber so mit Monstern geht auf jeden Fall gar nichts. Cosmic Cyclone auf 3, Droplet auf 3, Kaiser Kolosseum ist bei uns gebannt, zu Recht auch, ist nämlich auch ein Floodgate, sagt nämlich aus, dass dein Gegner nur genauso viele Monster kontrollieren kann wie du, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Von daher ist das gut, dass die Karte auf jeden Fall nicht mehr existiert. Rivalität auf 1 und Red Reboot noch auf 1. Weiter geht's mit einer Rikasan Avalon Deckliste mit Raika. Und das könnte bei uns tatsächlich auch so kommen, wenn sich das mit Aroma bei uns nicht durchsetzen sollte. Wir kennen natürlich hier die ein oder andere Sun Avalon Karte und auch natürlich die ein oder andere Rika Karte. Wir haben hier gleich den Kaktus drin, der aussagt, es kann nichts spezial beschworen werden, solange sich ein anderes Pflanzenmonster mit auf dem Board befindet. Dann haben wir hier schon das eine Raika Monster und hier dann noch bei drei weitere Raika Monster. Ansonsten gibt es von Raika dann noch hier die Permanente und das war's von... Ah ne, hier, genau, die Trap, die ist auch gar nicht so schlecht. Also generell muss ich sagen, Raika ist so eine Toolbox für sehr, sehr viele Archetypes, die sich da einfach bedienen können, da wir hier auch wieder, wie bei Tribegate, tatsächlich sehr, sehr viele Typen haben. Und das macht sich natürlich dann hier gerade jetzt auch in Raika durchaus bemerkbar. Was die einzelnen Raika-Monster so können, kann ich euch leider jetzt auch nicht sagen. Lest euch die Karten gerne mal durch. Ich finde es auf jeden Fall mega interessant, dass Raika Sun Avalon Raika mit der Meta mithalten kann. Und ich könnte mir das halt auch bei uns vorstellen. Wir schauen mal ins Extra-Deck. Da haben wir natürlich die ganzen Karten von Raika Sun Avalon. Aber wir haben auch hier das eine Raika-Monster. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Die Link-Monster von Raika können nämlich immer wieder aufs Board kommen, was natürlich sehr, sehr gut ist. Ansonsten haben wir hier noch das eine Aroma-Monster, was uns, glaube ich, ein Aroma-Monster unserer Hand enden kann. Beziehungsweise noch Special lässt. Haben wir hier ein Aroma-Monster? Für mich jetzt erstmal nicht ersichtlich. Okay, wir können noch ein Monster als Tribut anbieten und können dann eine Karte auf dem Feld banishen, was natürlich auch nicht so schlecht ist, und bekommen dann 1000 Lebenspunkte. Okay, also vielleicht hier eine Karte, falls die Zeit mal ein bisschen knapper wird, hat Rika eigentlich zu Genüge, weil wir uns ja ständig Lebenspunkte schenken. Also von daher bräuchte Rika das nicht, aber natürlich hier dieser Banish-Effekt ist natürlich nicht so schlecht. Wir schauen mal ins Side-Deck. Kannst du übrigens bei uns nicht genauso spielen, möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, weil der Healer und auch der Dryas bei uns auf 1 sind. Wie das bei uns dann so vonstatten gehen wird, wird natürlich die Zeit zeigen. Side-Deck haben wir einen Nibiru, zweimal die Lanze, einen Dwoll, dann haben wir Seelenerlösung, okay, Flederwisch, schwerer Sturm, Thrust auf 2, Cosmic Cyclone, hier Aoi. Wenn wir ein Monster, ein Wassermonster kontrollieren können und dieses als Tribut anbieten, können wir in die Hand des Gegners gucken und davon eine Karte in den Friedhof senden, was natürlich auch sehr, sehr gut sein kann, weil wir dann wissen, gegen was wir spielen und was wir vielleicht interrupten müssen. Dann haben wir noch einmal Evenly Match und einmal Rivalität. Warum hier die ganzen One-Offs? Natürlich wegen Crossout Designator, weil wir nämlich dadurch dann ein valides Target haben, falls unser Gegner vielleicht ein Evenly Match spielen sollte. Weiter geht's mit Voiceless Voice. Ja, und auch dieser Archetype kommt ja jetzt auch am Donnerstag dann bei uns in die Kinos, sage ich hier schon fast. Natürlich nicht, sondern wir können ab Donnerstag auch diesen Archetype spielen und der nennt sich bei uns Stimmlose Stimmen. Und wir haben hier wieder einen neuen Ritual-Archetype, der tatsächlich hier mit dem Ritualmonster, den guten Dude hier unten, ein Omni-Negate hat. Und das kann sich durchaus sehen lassen. Wir haben dann hier noch eine permanente Spell, die aussagt, wenn wir Novox, beziehungsweise bei uns heißt diese Karte Low, auf dem Board haben, dass nur unser Ritualmonster, also der gute Dude, gewählt werden kann.
Und da kommt natürlich dann wieder Sauravis ins Spiel, weil der uns ja schützen kann, was natürlich auch extrem stark ist. Ansonsten haben wir hier natürlich sehr, sehr viel Consistency. Wir haben hier natürlich unseren themeninternen Sucher, wir haben hier Diviner, wir haben hier Pre-Preparation, auch unfassbar stark in dem Deck. Dann natürlich noch Topf der Extravaganz, du könntest hier auch Topf des Wohlstands spielen, aber Topf der Extravaganz ist wahrscheinlich ein bisschen besser, damit du auch in die ein oder andere Non-Engine-Karte reinziehst, wie zum Beispiel Maxe, Nibiru, Effect Veiler, dann haben wir natürlich noch Talent, Pre-Preparation möchtest du natürlich auch gerne sehen, dann haben wir noch Called By auf 2 und natürlich die Impermanence auf 3. Ja, also es kann sich durchaus sehen lassen. Ansonsten haben wir hier natürlich auch noch einen Tuner, dessen Stufe wir natürlich nach Belieben verändern können, indem wir zum Beispiel die Entes senden, hier unseren Arclight senden. Und so können wir durchaus auch den Chaos-Engel beschwören. Ansonsten haben wir hier noch den Typhon auf 2, eine Happiness von Pearly, Dynamondo auf 2, ja, weil du auch durchaus im Gegnerturn tatsächlich Ritualbeschwörung durchführen kannst mit dem guten Dude hier. Dann haben wir zweimal die Lyna, die wird hier tatsächlich sehr, sehr wichtig werden. Espilidonite, Linkoribo und einen Anima. Im Side-Deck haben wir Nibiru, Magdamut auf 1, Dor und Lockbird auf 3. Die würde ich tendenziell sogar bei uns im nächsten Format im Main-Deck spielen, weil halt sehr, sehr viele Decks sich irgendwas ihrer Hand hinzufügen möchten. Und da kommt er halt wirklich insane. Dann haben wir einen Fledersturm, Schwerer Sturm, Cosmic Cycling auf 2, Judgment auf 1, A Pointer of the Red Lotus. Kannst du bei uns gar nicht mehr spielen, ist auch eine unfaire Karte, eine unfaire Trap, einfach zu, vor allem im Zusammenhang mit Frost. Sollte die eigentlich auch im OCG nicht mehr so spielbar sein, aus meiner Sicht. Gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare, was sagt ihr dazu? Und dann haben wir hier noch zweimal Dimension Ground. Weiter geht's mit einer Centurion-Deckliste. Ja, denn auch dieser Archetype bekommt nämlich Support. Da haben wir hier einmal den Gargoyle 2, der aus meiner Sicht aber nur okay ist. Aber wir haben hier im Extra-Deck ein neues Synchro-Monster, was durchaus insane sein kann. Denn dieses sagt mich aus, wenn diese Karte spezial beschworen wird, können wir uns eine Centurion-Karte von unserem Deck unserer Hand hinzufügen. Das bedeutet, wir hatten ja vorher manchmal das Problem, an unsere Phalanx ranzukommen, wenn wir eine Ash kassiert haben beispielsweise. Jetzt haben wir das Problem nicht mehr. Wir haben jetzt mit Primera und hier mit dem neuen, wie heißt es überhaupt? Centurion Axoela, so jetzt haben wir es, zweimal die Möglichkeit, die Phalanx uns zu suchen. Und das ist natürlich sehr, sehr stark. Und sollten wir die Phalanx dann schon haben, können wir natürlich hier noch unsere Quickspell suchen, beziehungsweise natürlich hier auch unsere Fieldspell, falls wir die auch vorher nicht auf der Hand hatten. Ansonsten gibt es tatsächlich zu Centurion nicht allzu viel zu sagen. Du kannst es natürlich gerne mit Horus spielen, du kannst es mit Super Heavy spielen, aber du kannst es auch, wie wir hier sehen, mit dem Bustier-Package spielen. Nicht so schlecht, wir können halt dadurch immer eine Karte ziehen, beziehungsweise auch immer wieder ein Büstil spezial beschwören, was natürlich auch nicht so schlecht ist, gerade mit Magdamhut und Ruheswurm im Gepäck hast du natürlich immer etwas, um etwas wegzulegen oder halt was zu suchen. Wir schauen mal trotzdem nochmal ins Extra-Deck, ob es da noch etwas Neues gibt. Ah, hier, schaut mal, der Packbit sieht tatsächlich Play in Centurion. Den finde ich auch persönlich gar nicht so schlecht. Ich habe den ja im letzten Video bereits vorgestellt. Gerne eure Meinung dazu nochmal in die Kommentare. Ansonsten gibt es hier natürlich nichts Neues. Der Calamity wird hier nicht gespielt. Ich bin mir gerade unsicher, ob das im OCG, also der Calamity, gebannt wurde oder nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da gerade mehr im Bilde seid. Ansonsten würde man bei uns halt immer noch den Calamity spielen, weil der halt einfach Spiele gewinnt. Ich habe bei dem letzten Turnier bei dem Fantasy Cup mitgespielt, also Fantasy Freak Cup, und habe gegen Centurion verloren. Zweimal gegen Calamity machst du halt gar nichts, leider Gottes. Ja, ansonsten gibt es hier halt nichts Besonderes zu sagen. Kennt man halt alles so schon von den ganzen Centurion-Decklisten. Wir schauen nochmal schnell ins Side-Deck. Da haben wir dreimal Nibiru, dreimal Ghost Monarch, für Time auch gar nicht so schlecht. Ghost Ogre auf 3, Flederwisch, Heavy Storm, zweimal Cosmic Cycling, einmal D-Barrier. Wahrscheinlich muss man doch vielleicht mal über die Karte nachdenken. Gerade wenn Brandon jetzt wieder ein bisschen mehr Play sieht aufgrund des Formats, ist die Karte vielleicht doch gar nicht mal so bad. Und wir haben hier noch unsere Counter-Trap, was natürlich auch Going First sehr, sehr stark kommen kann, wenn wir uns natürlich aufgrund des neuen Synchro Monsters und natürlich aufgrund von Primera und Fieldspell, wenn wir sie schon haben sollten, die Phalanx suchen können und unsere Counter-Trap. Dann hat man eigentlich schon gewonnen mit Centurion. Weiter geht's mit einer Snake-Eye Rescue Ace Deckliste und das kann ich mir tatsächlich genauso vorstellen, wie wir es hier sehen. Bonfire auf 3, Maxi natürlich ersetzt mit einer anderen Hand-Trap, wie zum Beispiel Ghost Bell. Ansonsten könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der Hydrant jetzt auf 2 runtergeht. Populous kommt auf 2 rein, weil du willst einen auf jeden Fall suchen können mit Bonfire.
Ansonsten haben wir natürlich noch das Wanted für Consistency. Ich glaube tatsächlich, dass Bonfire Populous einfach ein Must-Have ist in den ganzen Feuerdecks. Rescue Ace müsste es nicht spielen, aber dein Deck wird trotzdem konstanter damit. Also es ist halt einfach so, wir können es nicht wegreden. Ich persönlich bin noch ein Fan davon, dass man noch ein bisschen mehr Snake Eye hier drin spielt, also auch eine Asche beispielsweise oder auch die Birke, wenn ich mich jetzt nicht heiße, die Birke, ich glaube schon, und natürlich auch den Flambergendrachen, weil der fürs Grindgame dann nochmal unfassbar stark ist und ich glaube, wenn du hier nur auf Meta triffst, dann wirst du halt auch sehr, sehr viel grinden und von daher kommt das auf jeden Fall nicht so schlecht. Was wir hier noch drin haben, ist eine ganz coole Engine und zwar eine kleine Infernoble Engine. Wir haben hier einmal das Museum und einmal Durendal, denn wir können uns nämlich auf diesem Wege noch einen Airlifter suchen. Das heißt, wir haben hier Verstärkung für die Armee, wir haben hier Durendal und wir haben den Airlifter dann auf 4 sozusagen und das ist natürlich sehr, sehr stark. Wir müssen hier natürlich auch festhalten, wenn wir einmal Durendal auf der Hand haben und wir ziehen irgendwie in das Museum rein, dann ist es natürlich nicht so gut. Aber so an sich haben wir halt hier 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe gerade 4 gesagt, wir haben hier 5 Möglichkeiten, den Airlifter relativ schnell unserer Hand hinzuzufügen. Das Deck spielt natürlich unfassbar hart in Droll rein, mache aber jetzt in Zukunft sehr, sehr viele Decks, die irgendwas mit Bonfire spielen wollen oder müssen. Im Extra-Deck haben wir natürlich einmal unsere Princess. Die reicht uns auch hier tatsächlich auf 1. Ich würde sie wahrscheinlich bis jetzt auch nicht öfter spielen. Was ich aber noch spielen würde, wäre entweder das Schwarmschiff oder halt das Salem Great Monster, den Raging Phoenix. Der fehlt mir hier so ein bisschen, aber natürlich der Erfolg gibt dem Dude recht. Wir haben hier noch ein Monster, das sagt mir gar nichts. Moon of the Closed Sky. Ach nee. Das ist ja das neue Link 2er, stimmt. Das erlaubt es uns ja, eine Link-Beschwörung eines Link-Monsters, des Linkes 5, also ein Link-5-Monster zu beschwören. Das ist natürlich dann hier unsere Underworld-Goddess und deren Effekt ist ja noch, dass wir noch ein gegnerisches Monster mitverwenden können. Und hier die Moon sagt ja das ebenfalls, dass wir ein Monster des Gegners verwenden können, auf die es zeigt. Das heißt, wir können hier theoretisch 2 Monster des Gegners verwenden, wenn ich den Effekt richtig verstanden habe. Und das ist natürlich extrem stark, um Boards zu brechen, meine Freunde. Ja, ansonsten gibt es hier tatsächlich nichts Neues zu sagen zum Extra-Deck. Wir schauen nochmal ins Side-Deck. Da haben wir 3 Nibiru, 2 Pankratops, Phantasmai, einmal den Fire-Attacker. Okay, weiß ich nicht, ich fühle ihn noch nicht so. Vielleicht kommt das jetzt im nächsten Format. Dann haben wir 3 Dwoll, 3 Wailer, einen Flederwisch, einmal Happy Storm und einmal Frost. Weiter geht's mit Snake Eye Horus Infernoid und da wird sich der gute Niska drauf freuen, beziehungsweise auch Lukey Todes freut sich darauf und ich glaube auch Francis Gaming, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich kenne mich da nicht aus, Leute. Keine Ahnung, ich weiß, dass Infernoid, also die ganzen großen Monster können nicht einfach so gespecialt werden. Du willst hier diesen kleinen haben. Aber wie gesagt, ich kenne mich hier wirklich null aus. Du hast natürlich mit Snake eigentlich schon eine krasse Engine. Du hast hier Nachbarsgras ist grüner, die kannst du halt bei uns nicht spielen. Ach, weiß ich nicht. Also wenn ihr Infernoid-Liebhaber seid, dann könnt ihr euch wahrscheinlich an dieser Deckliste orientieren. Ich kann euch dazu wirklich gar nichts sagen. Von daher, guckt es euch an, pausiert kurz das Video und schaut euch die einzelnen Karten an. Ja, wir machen direkt weiter mit einem Deck, was wahrscheinlich bei uns niemals so performen wird. Melodius. Denn dieser Archetype bekommt nämlich auch neuen Support und ich glaube, dass es hier auch daran lag, dass man nicht weiß, was macht dieses Deck oder was will dieser Archetype machen. Ich hab's tatsächlich alles hier, muss ich gestehen. Dieser Archetype möchte eigentlich dich irgendwie stunnen, dass du nicht angreifen kannst, beziehungsweise die Monster können nicht zerstört werden, irgendwann gehst du Deckout. Das war früher die Deckstrategie so. Ich weiß nicht, ob sich das verändert hat aufgrund der neuen Pendelmonster, die wir bekommen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr euch da genauer auskennt. Früher ist das Deck so oft an der ersten Handdrop gestorben und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt anders ist. Also von daher, ich verstehe es nicht so ganz. Aber natürlich hier, vielleicht ist es ja ein Deck, was man durchaus die erste Zeit picken kann. Weil wirklich keiner sich mit dem Archetype oder mit dem Deck an sich auseinandersetzen wird. Also das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, von daher springen wir hier auch direkt mal ins Extra-Deck. Wir haben natürlich hier die neuen Fusionsmonster und auch die alten, weil wir kommen nämlich jetzt relativ zügig auf die Fusionsmonster. Ansonsten kann ich euch, wie angesprochen, halt nicht so viel dazu sagen. Von daher genießt auch gerne diese Deckliste einmal ganz kurz. Weiter geht's zu Labyrinth. Dieser Archetype ist natürlich bei uns auch immer noch so krass vertreten, wird wahrscheinlich der Contender sein zu den ganzen Feuerdecks, die wir haben, weil wir natürlich sehr, sehr gute Traps bekommen haben. Und darauf wollen wir jetzt auch gleich mal eingehen. Ich glaube, zu den Monstern muss ich im Grunde nichts mehr sagen. Ihr kennt euch da aus. Auffällig ist hier vielleicht, dass hier die Ariane gespielt wird. Wir schauen mal kurz ins Side-Deck, ob die Barrierestatue gespielt wird. Nein, das ist nicht der Fall. Okay, dann würde ich, glaube ich, keine Ariane spielen.
Nee, fühle ich dann überhaupt gar nicht. Aber gut, der Erfolg gibt natürlich dem Dude recht. Zu den Traps. Wir haben hier zweimal das Welcome, dreimal Transaction Rollback und wir haben hier dreimal Rumpelteufel, beziehungsweise hier bei uns in Deutsch oder auf Deutsch die schwarze Ziege lacht. Geiler Name schon mal an dieser Stelle. Ja, unfassbar krasse Karte. Die Karte hat zwei Effekte. Der erste Effekt sagt aus, dass wir Aussagen, also einen Monsterkartennamen deklarieren können und unser Gegner kann dieses Monster nicht spezial beschwören, beziehungsweise generell nicht beschwören, nur spezial beschwören, außer vom Friedhof. Und im Friedhof hat diese Karte noch einen weiteren Effekt, und zwar können wir wieder einen Monsterkartennamen deklarieren und kein Spieler kann die Effekte des deklarierten Namens in diesem Spielzug verwenden. Und durch Transaction Rollback können wir ja dann tatsächlich noch Transaction natürlich verbannen, bevor wir hier vielleicht Rumpelteufel sag ich schon, die schwarze Ziege lachte, den zweiten Effekt im Friedhof gemacht haben und können so beide Effekte live haben. Und das ist einfach unfassbar stark. Rumpelteufel, die Karte heißt die schwarze Ziege lacht. Die schwarze Ziege lacht ist aus meiner Sicht auch ein Staple, den man theoretisch wirklich in jedes Deck reinwerfen kann. Von daher auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Karte und natürlich hier für Labyrinth, weil wir sie natürlich auch suchen können, mit der Lady unverzichtbar. Aber dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten brauche ich, glaube ich, zu dem Deck nicht allzu viel sagen. Ihr kennt's. Zeitdeck könnt ihr natürlich bauen, wie ihr möchtet. Ist auf jeden Fall interessant hier mit Shared White. Okay, krass. Also viele wollen sich ja jetzt ihre Hand etwas hinzufügen. Von daher kann man durchaus machen. Ja, macht euch selbst ein Bild davon. Auf jeden Fall mega starke Engine hier tatsächlich mit Transaction und auch die schwarze Ziege lacht. Weiter geht's mit Pearly. Ja, auch dieses Deck gibt es immer noch im OCG und auch bei uns im TCG. Der gute Ding KM Farm sagt ja, dass dieses Deck durchaus immer noch sehr, sehr solide ist, gerade weil es halt Shifter spielen kann. Und er hat, glaube ich, auch erst letztens bei der Austrian Open Top 8 erreicht, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mit diesem Deck natürlich. Von daher unterschätzt das Deck nicht. Wir schauen mal rein. Wir haben hier, Dimensionsriss. Ja, ekelhafte Karte. Wir haben hier dreimal die Trap. Wir haben hier, die Regenbogen wird wieder gespielt, damit wir uns unsere Fields besuchen können. Okay, dieses Deck ist halt in der Lage, sehr viel Non-Engine zu spielen. Aber du brauchst auch hier deine Quickspells, damit du natürlich ins Spiel kommst. Ganz klare Nummer. Ansonsten Dimensionsriss, unfassbar starke Karte natürlich im aktuellen Format und auch in zukünftigen Formaten. Im Extra-Deck haben wir auch nichts Neues. Nö. Also, kennt man so aus dem TCG, von daher braucht man hier, glaube ich, nicht mehr allzu krass drauf eingehen. Dann kommen wir zu Unchained. Ja, auch dieses Deck ist im OCG gut vertreten, meine Freunde. Wir müssen natürlich hierzu sagen, Shavara ist hier immer noch auf 3, bei uns hier nur auf 1. Dadurch grindet das Deck nicht mehr so gut, muss man ganz klar so sagen. Nichtsdestotrotz ist der First Turn des Decks immer noch insane und wenn du das Board nicht brechen kannst, dann hast du halt verloren gegen das Deck, das muss man ganz klar sagen. Von daher auch hier im TCG immer noch ein guter Pick und ich glaube, dass es so eine Art Sleeper-Deck sein kann bei uns. Von daher, wenn ihr davon noch was da habt, testet das mal auf eurem Local, kann auf jeden Fall nicht schaden. Deck kann übrigens auch Shifter spielen, weil deine Zerstörungseffekte auch in Banish Pile triggern, also von daher auch nicht so schlecht. Ja, wir machen direkt weiter mit der nächsten Deckliste und da haben wir Chimera. Auch diesen Archetype kannst du natürlich bei uns wunderbar spielen. Aus meiner Sicht auch ein unterschätztes Deck, ein sehr, sehr gutes Rogue-Deck. Wir haben hier natürlich den neuen Illusion-Support bereits drin, ne? Dreimal die Nightmare und dann haben wir hier als One-Off die Diabels, die ja ein antimagischer Duft ist, wenn sie sich auf dem Board befindet. Und wir können die einfach spezial beschwören, wenn sich eine Sinful Spoils-Karte im Friedhof befinden sollte. Wir haben ein suchbares Anti-Spell. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Natürlich müssen wir hierzu sagen, dass die ganzen Decks, die irgendwas mit Quickspells machen wollen, wie zum Beispiel Pearly, einfach ein krasses Nachsehen haben gegen diese Karte. Da kannst du eigentlich direkt skippen. Muss man halt tatsächlich so sagen, weil die Karte hat nämlich noch einen weiteren Effekt. Und zwar, wenn unser Gegner eine Karte setzt, können wir eine Karte, die wir kontrollieren, und eine Karte des Gegners wählen und beide schießen. Ja, von daher, die gesetzte Karte, die du vielleicht dann da gerne haben würdest wollen, die hast du dann halt nicht mehr allzu lang. Auf jeden Fall nicht so schlecht. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was sagt ihr zu dem Anti-Spell auf zwei Beinen. Ja, ansonsten zu Chimera. Wir haben hier natürlich noch die Sense, die kannst du bei uns natürlich nicht spielen. Nichtsdestotrotz ist dieses Deck so unfassbar explosiv. Du möchtest so viel machen oder du machst auch so viel, hast aber auch relativ schnell dein Extra-Deck durch. Das heißt, du hast hier vielleicht nur 2 bis 3 Turns, dann musst du den Gegner einfach niedergerungen haben. Hast du es bis dato nicht geschafft,
hast du wahrscheinlich das Duell verloren. Das muss man ganz klar so sagen. Dieses Deck ist auch noch zusätzlich in der Lage, sehr viel Non-Engine zu spielen. Wir haben hier dreimal die Ash Blossom, dreimal Maxi, zweimal Veiler. Wir haben hier noch die Patchwork-Engine, die könntest du ja auch ersetzen für andere Non-Engine. Dann haben wir zweimal Talent, zweimal Called By und einmal Cross-Out. Im Extra-Deck gibt es tatsächlich nichts Neues, das kennt man tatsächlich bei uns ebenfalls schon so, außer natürlich Dagda, die musst du natürlich rausnehmen. Ansonsten kannst du das tatsächlich genauso spielen wie bei uns. Dann haben wir das Side-Deck, da haben wir zweimal den Phantasmail, zweimal die Lanze, zweimal Dwarven Lockbird, einen Fledersturm, Thrust, Cosmic Cycling auf 2, Super Poly auf 2, könnte man sogar ins Main packen. Dann haben wir einmal Red Reboot, dann einmal Red Lotus, für Frost natürlich ein valides Target, deswegen einfach zu stark. Und einmal Evenly Match, für Going Second natürlich auch ein valides Target für Frost. Dann habe ich hier noch eine Panel-Deckliste für euch, beziehungsweise ist es mehr Sarg, wir haben hier sehr, sehr viele Sarg-Karten drin. Also ich kenne mich mit den neuen Panel-Karten überhaupt gar nicht aus, aber immer wenn ich dagegen gespielt habe, fühlte es sich nicht so stark an, muss ich gestehen. Von daher würde ich zurzeit noch nicht zu Panel greifen, aber wenn wir vielleicht den Match-Specter bei uns begrüßen dürfen. Der Archetype ist tatsächlich sehr, sehr interessant und kann sehr viel Non-Engine spielen. Dazu habe ich leider keine Liste gefunden. Leider Gottes. Match-Specter auf jeden Fall ein Panel-Archetype, der sehr, sehr interessant ist und den ich mir auf jeden Fall mal etwas genauer anschauen werde. Ja, also von daher schaut euch das Deck an. Ich würde euch dazu nicht raten, weil wir auch hier Electromite nicht spielen dürfen. Und bei Match-Specter haben wir mit Nue eine Karte oder ein Link-Monster, was einen guten Effekt hat, fast einen ähnlichen Effekt hat wie der Electromite. Und deswegen Match-Specter wahrscheinlich schon ja, ein gutes Panel-Deck. Weiter geht's mit Sky Striker. Auch dieser Archetype bekommt der Support bei uns. Und der Support ist hier, glaube ich, schon mit drin. Wir haben hier, glaube ich, genau, Engage Zero haben wir hier bereits. Aber das Große haben wir hier, glaube ich, noch nicht. Ist es das Große? Nee. Das Link 4er haben wir hier tatsächlich noch nicht bei. Aber wir sehen hier vielleicht schon mal, in welche Richtung das gehen kann. Die Ray wird nur auf 2 gespielt. Rose wird auf 2 gespielt. Und Cyanos hat tatsächlich jetzt hier Einzug gefunden auf 3. Das bedeutet, wir wollen die Karte ja auf jeden Fall auf unserer Hand sehen. Sehr, sehr interessant. Ansonsten, glaube ich, muss ich zu Sky Striker nicht mehr allzu viel sagen. Upstart Goblin, einfach eine unfassbar starke Karte in dem Deck. Engage, unfassbar mächtig, kein Once Per Turn. Ja, was soll ich sagen? Und wir kriegen ja noch weitere Power Spells. Wir kriegen noch eine Quick Spell, die ein Monster Reborn ist, was natürlich dann auch insane ist für Sky Striker. Von daher sollte man auf jeden Fall Sky Striker nicht disrespekten. Max 10 musst du hier natürlich rausrechnen, ansonsten kannst du hier halt auch sehr, sehr viel Non-Engine spielen, beziehungsweise Handtraps oder halt Tech-Karten. Wir schauen mal noch ins Side-Deck. Da haben wir zweimal Cosmic Cycling, einen Phantasma, einen Dwarl, zweimal D-Barrier, einmal Raigeki, Change of Heart, Dark Ruler, Flederwisch auf 1, Soul Release auf 1, Dimension Ground auf 3 und dann haben wir noch einmal Frost. Dann machen wir weiter mit einer Exo-Sister-Deckliste und vielleicht ist die ja auch für den einen oder anderen interessant, weil wir bekommen jetzt wieder ein Format, was noch mehr friedhofslastig spielen wird. Von daher spricht eigentlich alles für diese Schwestern. Wir können bei uns immer noch den Shifter auf 3 spielen und ich glaube, dass es tatsächlich der Way to go ist, dass man nur noch Sakitama spielt und nicht mehr den roten davon, weil du ja gegebenenfalls eine Norme Summon machst und dann holst du halt Sakitama noch mit aufs Board und dann hast du eigentlich deine Combo schon alive, weil du willst ja mit Marta dann eigentlich noch weiterspielen. Ansonsten gibt es hier tatsächlich gar nichts Neues zu sagen. Du kannst genauso die Decklist bei uns spielen, außer dass du natürlich Topf des Wohlstands auf 3 spielen kannst. Das hilft natürlich nochmal deiner Consistency. Dafür kannst du halt hier kein Kaiser Kolosseum spielen. Die Karte gewinnt halt auch Spiele, ist halt ein ekelhaftes Floodgate. Was soll ich sagen, Leute? Wir schauen mal ins Extra-Deck, da gibt es tatsächlich auch nichts Neues zu sagen. Kaiser Kolosseum mit Magnifica in Verbindung, unfassbar stark, ey. Ansonsten möchte ich nochmal kurz aufs Main-Deck eingehen, denn da haben wir zweimal die Vardis und die kommt natürlich gegen Fire King, gegen Rescue Ace oder generell irgendwas mit Fire King spielen, ne? Also Rescue Ace spielt ja auch irgendwas mit Fire King beispielsweise. Dann kommt Vardis natürlich unfassbar stark, weil du dann nämlich mit deinen Schwestern, bevor der Gegner die Karte aus dem Friedhof irgendwo hinbewegt hat, dann nehme ich einen, also nicht bevor, sondern danach, dann zwei Exis-Monster beschwören kannst und dann den Friedhof komplett locken kannst und dann durchaus gewinnen kannst dadurch. Also man sollte das auch nicht disrespekten. Wir schauen jetzt nochmal kurz ins Side-Deck. Da haben wir eine Ghostbell, dreimal Droll, Flederwisch auf 1, Dark Ruler auf 3, Cosmic Cyclid, Anti-Spell auf 2 und dreimal Judgment. Und ja, dieses Deck ist nicht einfach zu spielen, aber es ist wahrscheinlich eins der besten Anti-Meta-Decks, die wir spielen können. Und das, meine Freunde, war auch die letzte Deckliste und damit möchte ich auch das Video beenden. Und wie immer hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so war, gerne liken und abonnieren, wenn ihr es bis dato nicht gemacht habt. Und abschließend wünsche ich euch natürlich noch eine restliche schöne Woche. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, ciao.